Ich bin der Flo. Ich bin seit 08 hier beim Kurier. Ich habe angefangen mit Velofahren und dann bin ich auch in die Dispo gegangen. Und seit Anfangs 09 bin ich in der Co-Geschäftsleitung vom Velokurier Bern. Genossenschaftlich sind wir organisiert. Wir haben unsere Zentrale hier in Lorraine. Und von hier aus wird alles gesteuert. Es ist aber auch der Mittagstisch. Es ist auch das Daheim der Fahrerinnen und Fahrer. Wir haben das Büro hier. Und ich von hier aus die ganze Geschäfte abwickeln. Schneller Teller ist eine Plattform, die wir bewirtschaften, wo etwa mittlerweile 15 Restaurants vor der Stadt angeschlossen sind, wo man als Kunde, Kundin kann das Essen bestellen und mit uns dann ausliefern. Das Essen bestellen ist ganz einfach. Du gehst auf schnellerteller.ch, du hast Postleitzahl eingeben, wo das Essen her soll kommen. Das muss auch nicht unbedingt existierende Adresse sein. Du kannst dir so eine Tare liefern oder in Rosengarten. Da sind wir genug flexibel. Und wenn die Bestellung ausgelöst wurde, dann kommt ein Mail in die Dispo und ins Restaurant. Und die dürfen aber noch nicht kochen, sondern die müssen abwarten, bis wir das koordinieren. Das heisst, wir planen möglichst voraus, wenn wir jemanden frei haben, der das holen kann. Wir Vor Corona war das mehr so ein Nebenzweig von unserem Geschäft, dass wir das Essen ausgeliefert haben. Und es ging darum, dass wir die Abendfahrer und Fahrerinnen auslastet, ein bisschen mehr auslasten. Und das haben wir vielleicht 2, 3, vielleicht am Wochenende 4 Leute auf der Straße gehabt, zusätzlich für das Essen. Und mit dem Lockdown ist es explodiert. Das ist innerhalb von 1, 2 Monaten. Es sind sehr viele Anfragen von Restaurants und die Bestellmenge ist wirklich explodiert. Wir haben einen grossen Pool von Leuten, die wir einsetzen können. Und die haben wir dann dementsprechend auf die Straße schicken können. Wir hatten aber auch gewisse Engpässe in Dispo, dass man gar nicht nachkommt mit diesen Bestellungen zu bearbeiten und zu koordinieren mit den Restis. Also eigentlich haben wir überall eine Kapazität. Engpässe hatte noch mit den Ausfällen, die es gab, mit den Quarantänen. Und so war es sehr schwierig, das zu stemmen. Und so mussten wir dann auch digitale Anpassungen machen, indem wir eine App entwickelt haben, die Aufträge der Fahrer auf das Handy schickt, beispielsweise. Oder aber auch so einen Notfallknopf, den wir dann wieder in den Shop abstellen mussten. Wir müssen sagen, jetzt ist die Kapazität erreicht, jetzt können wir unsere Qualität nicht mehr leisten. Jetzt, wenn es mehr als eine Stunde geht, wo wir eigentlich garantieren, dass eine Stunde nach Auftragseingang das Essen ausgeliefert wird. Aber wenn dann der Rest ist überfordert, sie überlastet, du schon mal 40 Minuten Zeit zum Kochen und wir auch nicht wirklich Kapazität zum Liefern in diesem Moment, hat es dann dazu geführt, dass wir müssen wie so ein bisschen bremsen und haben gesagt, ja, es ist. Es ist halt sehr viel möglich. Wir setzen ganz klar erst einmal auf das Angebot, wo wir mehr lokale Restaurants, kleine Betriebe unter Umständen dabei haben, die qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Das ist sicher ein Punkt, dass wir sagen, wir wollen nicht unbedingt Kebabbude um die Ecke noch reinnehmen. Also dort steuern wir wie das Angebot, was sicher als Qualitätsmerkmal kann sein kann. Die Arbeitsbedingungen, wo wir grossen Wert darauf legen, das ist halt, dass wir wie nicht das Risiko auf die Fahrer und die Fahrerinnen übertragen, sondern die haben einfach ihren Lohn pro Schicht, der fix ist, der steht, egal wie viel sie davon fahren. Und dann haben wir ganz klar den ökologischen Aspekt, dass wir halt nur mit Velos fahren. Es sind andere Lieferdienste sicher dort etwas anders aufgestellt als wir. Im Jahr 2020 hatten wir Digitalisierung im Dispo. Das heisst, wir haben vorher ist alles analog gelaufen mit Zedeli. Und man hat entgegengenommen und den Dispo übergegeben. Und die haben es dann aufgehängt und disponiert über den Funk. Und dann haben wir
nach jahrelanger Entwicklung von der Software, in Zusammenarbeit mit anderen Kurierbetrieben in der Schweiz, also Velokurierbetrieben, haben wir das dann eingeführt im Sommer 2020. Für die Zukunft haben wir schon ein paar Anpassungen auch angedenkt. Wir sind echt dran an der Priorisierung. Wir wollen schon den ganzen Shop eigentlich noch ein bisschen ausbauen. In dem Sinn, dass man unter Umständen vielleicht von mehreren Restaurants etwas bestellen kann. Das ist im Moment nicht möglich. Es wäre mehr so der Catering, der am Mittag vielleicht gefragt wäre. Das ist halt, wenn viele Leute in einem Büro hocken, sie könnten aus verschiedenen Restaurants eine Bestellung tätigen und wir es dann zusammen würden ausfahren. Kunden und Kundinnen, die bei uns bestellen, die legen wirklich Wert auf den ökologischen Aspekt. Darum haben wir eben auch das Mehrwerkgeschirr, das wir unbedingt einführen wollen. Und es kompliziert ist schon, gerade auch digital, mit der Rückführlogistik, dass man halt die Gefäße wieder irgendwie muss abbuchen und so. Das ist schwierig. Wichtig ist ja für uns, dass wir koordinieren, das ist ja echt etwas, was uns auszeichnet, dass wir die Qualität möglichst wollen, also als Qualitätsmerkmal, dass das Essen nicht lange unterwegs ist, sondern dass es vor der Küche möglichst schnell beim Kunden ist. Und darum ist es fast unumgänglich für uns, dass wir das koordinieren per Telefon mit den Restaurants. Das ist wirklich für uns essentiell. Der menschliche Aspekt, der eigentlich wirklich wichtig ist, die Koordination. Wir sind mittlerweile fast 90 Teilzeitangestellte. Und vor 2 Jahren waren es noch weniger, vielleicht 60 bis 70. Und das Ziel ist, dass wir möglichst viel von diesen Stellen auch behalten können. Und dass wir eigentlich auf dieser Grösse auch weiterfahren können. Und es aber nicht das Wachstum als Ziel ist bei uns im Moment. Weil wir haben eben gerade in Bezug auf schneller Teller haben wir durch die Pandemie einen Aufschwung erlebt, wo wir nicht gross haben müssen investieren. Weil es halt wie alles ist auf uns zugeflogen kam. Dort haben wir wie auch mitgehen und die Chance nutzen. Aber eigentlich nicht auf Kosten eben von den Mitarbeitern möglichst viel Umsatz generieren.